Die beste Sonnencreme fürs Gesicht? Nun ja, ich bin seit letztem Jahr fleißig am Testen und die Balea reichhaltige Tagespflege hat einen Lichtschutzfaktor 15, ist mit ca. 3 Euro recht günstig, aber funktioniert auch für mich nicht so super gut, weil sie recht langsam einzieht und so ein nasses, schwitziges Gefühl auf der Haut hinterlässt. Trotzdem kein absoluter Flop, ich habe sie lange genutzt und fand sie zwischendurch auch echt mal ganz gut. Ein absoluter Top für mich ist aber die SPF BFF von Yeproda, koreanische Skincare mit Lichtschutzfaktor, lieben wir. Sie ist getönt und recht reich, also sie braucht ein bisschen um einzuziehen, aber eine absolute Empfehlung von mir. Ebenfalls Lichtschutzfaktor Faktor 30 hat die Sonnenpflege von Rossmann. Die riecht nach typischer Sonnencreme, was ich liebe. Zieht recht schnell ein und für 3,99 € ein absoluter Top. Ähnlich wie die Sundrops von Sun Ozon. Sie haben mich vor allem mit der Einstufung Lichtschutzfaktor 50 Plus überzeugt. Ehrlich gesagt ist die Pipette ein bisschen überflüssig und funktioniert auch nicht sonderlich gut, aber dennoch ein sehr stabiles Produkt. An der Stelle noch der schnelle Reminder, dass du auch deine Lippen schützen solltest und an der Stelle empfehle ich dir aus dem DM die Sundance Lippenpflege mit Lichtschutzfaktor 50.